Willkommen auf der Bühne 3 im Track Offene Standards. Wir hören als ersten Vortrag einen Vortrag von Atina Trakas. Atina ist seit 2006 beim OGC und ist dort Direktor für Member Services. Und Titel ihres Vortrages ist Neues aus dem OGC, das Jahr 2021. Was lief schon, was kommt noch? Also es wird darum gehen, was sozusagen der Status quo ist und was die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind. Atina. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich habe gerade gestern mit ein paar Leuten noch geredet. Letztes Jahr waren wir noch in Freiburg. So, was war mein letztes Event, an dem ich teilgenommen habe? Aber ich bin froh zu sehen, dass es dieses Jahr wieder eine Foskes gibt. Und ich muss sagen, ja, mega, was ihr da wirklich geleistet habt, die ganzen Organisatoren. Und ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, Neues aus dem OGC. Das war etwas schwierig, den Vortrag einzureichen, weil es ja viele Entwicklungen gibt, die auch erst im Laufe des Jahres irgendwie stattfinden. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, was lief 2020, 2021, was wird noch kommen. Und genau, ganz kurz noch, ich bin Atina Trakas, einige kennen mich vielleicht, andere nicht, arbeite seit vielen Jahren schon beim OGC und bin aber auch seit vielen Jahren schon in der OSGEO und im Foskes-Verein Mitglied und tätig, unterstützend. Ja, erstmal ein paar Worte zum OGC. Wahrscheinlich denkt man ja, OGC, das sind Standards und das ist richtig. Unsere Mission, wie man so schön sagt, ist Location, Information and Data eben fair zu machen, findable, accessible, interoperable and reusable. Und außer den Standards, bei der Standardentwicklung haben wir aber auch noch andere Aktivitäten, so zum Beispiel im Innovation Program. Das ist so unser R&D Lab. Und wir haben auch der breite User-Community, also einmal haben wir Mitglieder aus der ganzen Welt und wir decken auch sehr viele verschiedene Bereiche ab, also Agriculture, Aviation, Disaster Management, nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Gut, steigen wir direkt ein in das Thema APIs. Die meisten von euch oder von Ihnen werden ja, das mittlerweile gehört haben, also drüber gestolpert sein, vielleicht auch schon den einen oder anderen OGC-API-Standard nutzen. Die Idee der APIs gibt es schon länger beim OGC und die kam auch zustande durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem W3C. Und es sollte einfach Standards geschaffen werden, die entwicklerfreundlich sind und einfach dem Zahn der Zeit entsprechen. Es geht um die Erfahrung von Entwicklern, also dass sie eben einfacher die Standards in Software implementieren können und eine einfachere Nutzbarkeit. Wir haben da auch im OGC neuen Wege gegangen. Also das ist wir nennen das ein Open Development. Es gibt ein öffentliches GitHub Repository. Es gibt viele frühe Implementierungen und die ganze API-Entwicklung basiert auf Open API. Ich würde wirklich empfehlen, ich habe meine Folien werden auch zur Verfügung stehen. Ich habe eine ganze Menge zusätzlicher Links mit eingebaut zum Nachlesen und sich vertiefende Informationen zu besorgen. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt ein OGC-Standard? Und das ist ein Dokument, das von unseren Mitgliedern und zu einem bestimmten Grad auch von der Community entwickelt wurde und dann durch die OGC-Mitglieder akzeptiert und so approved wurde.
Also das Dokument, es enthält eben Regeln und Hinweise, wie ein Standard entwickelt werden kann oder wie der Standard entwickelt wurde. Und das Ziel ist eben, ein hohes Maß an Interoperabilität zu gewährleisten. Und die Anforderungen an die Standards kommen einerseits von der Community, dann natürlich von unseren Membern und generell von Technologietrends und was eben am Markt gerade gefordert ist. Hier meine Timeline, und die Timeline geht auch noch weiter zurück in die Anfang 10er Jahre oder Ende der 2000er Jahre. Aber hier ab 2015 hat es wirklich konkret Fahrt aufgenommen. Wir haben im OGC sogenannte Testbeds. Da werden neue Technologien beziehungsweise neue Standards können da zum Teil entstehen. Und jedes Testbed basiert auf den Ergebnissen und Erfahrungen aus dem letzten. Und die ganze REST beziehungsweise API-Thematik, die wurde 2015 in einem Testbed 11 bearbeitet. Und dann ging es weiter, Testbed 12. Und das resultierte dann, dass wir in 2019 angefangen haben mit der WFS 3 Draft Specification. Die wurde dann zu OGC API Features umbenannt. Ja, und seit 2019 sind die meisten oder sehr viele OGC-Standards eben als API-Standards auch entwickelt worden. Wie ich schon erwähnt habe, die ganze Entwicklung und die Diskussionen finden auf GitHub statt. Also es ist wirklich zugänglich für alle, für jeden und jede. Und auch die Buildings-Blocks sind in Open API definiert. Ich gehe jetzt nicht in die Details, weil ich keine Technikerin bin. Das ist gerade nicht das Thema, sondern wie geht's weiter, wo stehen wir? Und zum Thema, wo stehen wir? Hier ist mal ein Überblick, welche Standards, API-Standards im Moment gerade bearbeitet werden. Und vor 2 Wochen, da fehlten noch einige, die sind jetzt hinzugekommen, also wirklich sehr, sehr umfassend mit dem OGC API Features. Da wird auch die Astrid Emden nachher einen Vortrag halten, aber wir haben auch DGCS, Discrete Global Grid Systems, API Maps, Routes ist sehr neu, dann haben wir hier EDR, Environmental Data Retrieval, da geht es um Zeitlinien, Tiles, API Common, Coverages. Und auf den Webseiten, die ich vorhin schon gezeigt habe, beziehungsweise die Links, die in dem Vortrag drin sind, könnt ihr noch weitere Details zu den APIs nachlesen. Auch hier, wir hatten einen kleinen Trouble mit der Präsentation. Ich traue mich jetzt gar nicht, auf den Link zu klicken, deswegen probiert das lieber selber aus. Hier ist mal der Status, wie es bei den APIs jetzt aussieht. Die Idee ist, dass wir, also die Entwicklung wird initiiert und dann kombinieren wir das immer mit Sprints. Und die meisten haben den ersten Sprint schon hinter sich. Mittlerweile gibt es auch Styles, ist der erste Sprint schon durch. Und die Ergebnisse der einzelnen Sprints, die sind auch online verfügbar. Und das sind jetzt zum Beispiel Konzepte für APIs, die in den nächsten Monaten kommen wird. Also es wird noch ein API, Dapper API, geht um Data Access and Processing. Und dann wird es eine API aus dem Bereich Aviation geben. Wie kann ich API Access to Aviation Data, wie kann man damit umgehen?
Und dann natürlich der ganze 3D-Bereich mit GeoVolumes API. Also es tut sich einiges. Es gibt schon viel, es wird noch Neues kommen. Und zum Thema Sprints, hier mal einen kurzen Rückblick zu einem Sprint, der Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und zwar gemeinsamer Code-Sprint zwischen OGC, OSGeo und der Apache Software Foundation. Der wurde gesponsert vom Ordnance Survey in England und GeoCut aus den Niederlanden. Und hier mal nur eine Übersicht, um was es ging. Also es gab wirklich OSGeo-Software-Pakete waren mit dabei, dann natürlich die OGC-APIs und dann auch Apache Software Foundation relevante Projekte. Und hier in der Mitte sieht man die ganzen APIs und Ziel dieses Code Sprint war es einfach, dass man eben auch Implementierungen bekommt aus dem Serverbereich oder das, also die Libraries wurden auch eingebunden und eben Entwicklungen für Client Application. Bei dem Code Sprint hatten sich, glaube ich, 85 Leute angemeldet, Entwicklerinnen und Entwickler, die dann über mehrere Tage eben ja an dem Code Sprint teilgenommen haben. Und hier hinter diesen Bildern ist einmal ein Blogpost, ein kurzer Report, wie war es denn, wie war der Code Sprint, was hat man gemacht? Und ich würde wirklich, wenn an die Entwicklerinnen und Entwickler da, die zuhören, diesen Engineering Report, den würde ich euch wirklich alle ans Herz legen, weil da dezidiert aufgeführt ist, welche Software mit welcher API was gemacht hat. Und das ist schön aufgeteilt, einmal im OGC-relevante Aspekte, OSGeo-relevante Aspekte und eben dann von der Apache Foundation. Und dieser Engineering Report ist frei zugänglich. Und solche Engineering Reports, wie wir das jetzt, wie es für diesen Code Sprint gibt, gibt es auch für alle anderen Code Sprint und sind bestimmt, ja, ich würde mal sagen, eine sehr interessante Lektüre für die Coder unter euch. Gut, wo stehen wir oder wie geht's weiter? Ja, ich hatte erwähnt, es gibt einige Sprints und hier nochmal ein Rückblick zu den Sprints, die im letzten und vorletzten Jahr stattgefunden haben. Und zu allen Sprints findet ihr Informationen auch auf unserer Webseite, eine Zusammenfassung, was wurde gemacht, was hat man gefunden, also welche Erfahrungen wurden gemacht, wie hat die Entwicklung stattgefunden. Und im Moment fokussieren wir uns gerade total auf die API-Code-Sprints. Ende Mai hat einer stattgefunden. Da erwarten wir die Ergebnisse, ja, ich schätze mal so Mitte, Ende Juni wird es auch so Engineering Reports wieder geben, wo es sehr genau erklärt wird, was gemacht wurde. Und wer Interesse hat, an so einem Code-Sprint teilzunehmen, der findet auf der Webseite des OGCs eine Registrierung, also eine Anmeldeseite. Ihr könnt alle ohne, das sind keine Kosten, also keine Teilnahmegebühren erforderlich, ihr könnt alle mitmachen und im Juli stehen dann API Processes, Records und Coverages an und dann sind noch Code-Sprints geplant für September und November. An dieser Stelle möchte ich auch noch auf das Testbed 17 hinweisen, da habe ich nachher auch noch ein Slide, weil die APIs auch innerhalb unserer Testbeds auch weiterentwickelt werden. Gut, sieht es aus, Thema Impact, ist das so eine, die API-Entwicklung, ist das sowas, was man halt macht oder ist das auch etwas, was wirklich tatsächlich nachgefragt wird und eingesetzt wird und also vor allen Dingen OGC-API-Features wird von der Community sehr stark angenommen.
ist mittlerweile OGC API Features Part 1, der Core ist mittlerweile ein ISO-Standard und der Part 2 wird im Augenblick auch liegt bei der ISO und wird unter dem ISO-Prozess gereviewt und wird in Kürze wahrscheinlich auch ein ISO-Standard werden. OGC API Features wird auch als Inspire Download Service angeboten und ja, also die Community nimmt den OGC API Features Standard wirklich sehr massiv an und auf und setzt den in unterschiedlichsten Systemen schon ein. Ja, hier noch ein Hinweis, also wenn ihr oder sie planen, in Richtung APIs etwas zu machen, dann würde ich Ihnen wirklich empfehlen, gehen Sie auf die OGC API Webseite, schauen Sie sich an, was da kommt. Es ist ganz viel Material steht zur Verfügung und man kann jetzt schon schauen, wie man die OGC APIs in die jeweilige Technologiestrategie des Unternehmens einbinden kann. So, das war jetzt der Standardization Cycle. Ich habe ja mal Testbed erwähnt oder ein Pilotprojekt und das ist unser Innovation Cycle. Also wie ich anfangs erwähnt habe, hatte die Standards und das Innovation Programm, die arbeiten sehr eng zusammen und weil es im OGC, es geht natürlich im Moment gerade sehr viel um die APIs, aber wir machen auch noch andere Dinge, habe ich jetzt ein paar Infos zum Innovation Program mitgebracht. Das Innovation Program ist ganz, ganz, ganz kurz erklärt. Wir haben Sponsoren, die haben eine Anforderung an Software-Systeme oder haben generell Fragestellungen, wo es um Interoperabilität geht und dann sagen die, okay, OGC, wir wollen da gerne eine Lösung haben, die auf OGC-Standards beruht und zum Beispiel im Katastrophenschutz haben wir jetzt gerade ein Disaster-Pilot, wo halt die Fragestellung ist, okay, wie kommen die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammen, wie können die zusammengeführt werden und dann eben für den Katastrophenfall auch sinnvoll und zeitnah genutzt werden. Und diese Fragestellungen und noch mehr, ich zeige das gleich, bearbeiten wir im OGC Innovation Program. Auch hier wieder zwei Videos, sehr zu empfehlen, ganz kurze Videos, was das Programm macht. Und auf unserer Webseite gibt es auch immer ganz aktuell, welche Aktivitäten oder welche Initiativen wir momentan haben. Also zum Beispiel haben wir ein Citizen Science Interoperability Experiment, aber wir nehmen auch mit und wir machen auch bei EU-geförderten Projekten mit, in Konsortien mit anderen OGC-Mitgliedern. Das große Thema sind diese Testbeds und hier ist das aktuelle Testbed, das läuft gerade, also die Arbeit findet statt da werden dann Themen in großen Blöcken abgearbeitet, wie Security, Targeted APIs, Data Models, Machine Learning und Model-Driven Standards, Dynamic ARD, Analysis-Ready Data. Und das sind alles so Fragestellungen, die tatsächlich von unseren Mitgliedern kommen und an die Community weitergegeben werden. Disaster Pilot habe ich schon erwähnt, das läuft auch gerade. Wir arbeiten aber auch im 3D-Bereich, machen wir im Moment einen Interoperable Simulation and Gaming Sprint. Da geht es einfach, wie können 3D-Daten genutzt werden oder auch so Fragestellungen, wie kann ich denn nahtlos aus dem Außenbereich in ein Gebäude reingehen, also Indoor-Outdoor-Fragestellungen. Und in Kürze wird es auch einen Marine SDI-Pilot geben und die Infos findet ihr alle auf unserer Webseite. Und auch hier Infos, wie geht es weiter? Was steht dann fürs Jahr 2021, 2022 an? Und da geht es natürlich auch wieder bei uns viel um das Build Environment. Die ganze
Stadtplanung, Untergrundinformationen, wie können die in die Stadtplanung integriert werden? Digital Twins ist natürlich ein Thema und dergleichen mehr. So, letztes Slide. Ja, wir haben Mitgliedertreffen regelmäßig und das nächste Mitgliedertreffen findet schon nächste Woche statt. Und wenn Interesse besteht, wenn ich jetzt so ein bisschen gesagt so den Anreiz schaffen konnte, wow, das ist ganz spannend, würde mich interessieren, was das OGC sonst noch macht, schaut doch mal auf der Webseite oder der Agenda für das Mitgliedertreffen. Es gibt ganz viele verschiedene Themen. Ich habe hier mal Mittwoch gehalten, da haben wir einen Developer-Track, wo es auch viel um APIs gehen wird. Und wenn Interesse besteht, also auch hier wieder ist hinter dem Bild ist ein Link. Das ist eine Videobotschaft von Nadine Alameh, das ist unsere CEO. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, der Interesse hat oder jede empfehlen, die Interesse hat, schaut vorbei, macht mit. Ganz bestimmt ist der Developer-Track von Interesse und genau, ansonsten stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung und ja, freue mich auf spannende Vorträge hier noch und ein paar spannende Fragen von euch. Vielen Dank. Ja, danke schön, Atina, für diese tolle Zusammenstellung und Übersicht. Ich hätte als erstes eine Frage, wie läuft so ein Mitgliedertreffen ab? Wie oft finden die statt? Wenn du dazu so ein bisschen was sagen könntest. Mhm. Ja, also wir haben viermal im Jahr Mitgliedertreffen und vor Corona war das so, dass wir uns tatsächlich in der Location getroffen hatten. Wir hatten letztes Jahr im August oder im September wären wir in München gewesen. Und bei den Mitgliedertreffen kommen dann immer die aktiven Mitglieder zusammen und treffen sich in den Arbeitsgruppen. Also man sieht hier zum Beispiel, man sieht es nicht ganz deutlich, aber wir haben auch immer vier parallele Tracks und die Mitgliedertreffen, die sind jetzt nicht so wie eine Konferenz, sondern es sind tatsächlich Arbeitsgruppentreffen. Da wird dann irgendwie bei den Standardsarbeitsgruppen wird geschaut, okay, wie muss der Standard aussehen, was muss man machen. Also es ist wirklich, die Standards werden da entwickelt. Und bei den Domain Working Groups, hier ist jetzt hier 3D Information Management. Da geht es dann drum, da wird diskutiert, okay, welche Erfahrung habe ich gemacht im Einsatz von Standards in meinem Bereich, hier 3D oder wie werden OGC-Standards im Bereich Agriculture eingesetzt. Und ja, wie alles sind wir virtuell gegangen, aber es gibt grundsätzlich auch bei den Meetings, die dann in der realen Welt stattfinden, immer die Möglichkeit, sich online hinzuzuklicken, mitzumachen. Und ja, die OGC-Treffen gehen immer eine ganze Woche und finden viermal im Jahr statt. Ulrike, dein Mikrofon ist aus. Es gibt jetzt auch schon einige Fragen von den Teilnehmenden. Mhm. Ich würde ein bisschen danach gehen, wie stark die Fragen gewotet wurden, so in der Reihenfolge. Eine Frage ist, gibt es regionale OGC-Gruppen, beispielsweise eine deutschsprachige Gruppe? Ja, ist eine tolle Frage. Also wir haben in der Tat sogenannte, wir nennen die Foren. Es gibt also ein UK and Ireland Forum. Und die Idee hinter diesen Foren ist, dass man sagt, okay, man kommuniziert in seiner eigenen Sprache oder man bearbeitet einfach Themen, die für eine Region oder für ein Land relevant sind. Viel Arbeit beim OGC wird immer getriggert durch die Mitglieder. Und als vor vielen Jahren hatte ich auch mal die Idee an die deutschen OGC-Mitglieder gegeben, ob wir nicht ein deutschsprachiges Forum machen wollen. Das stieß auf nicht so sehr viel Interesse. Also die Sprache im OGC ist Englisch. Wenn aber Mitglieder jetzt kommen und sagen, wir würden gerne,
zweimal im Jahr deutschsprachig 1,5 Stunden Sessions veranstalten, wo dann besprochen wird, was im OGC passiert oder wie unsere einzelnen Mitglieder oder die Community die Standards nutzt. Dann bin ich da sehr gerne bereit und offen, da Ideen zu wälzen und zu schauen, wie man das umsetzen kann. Ansonsten ist, also wir haben ein UK and Ireland Forum, hatte ich erwähnt. Wir haben ein French Forum, die reden natürlich auf Französisch. Und es gibt auch ein spanischsprachiges Forum. Deutschsprachig, wie gesagt, gibt es noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und ich bin gerne bereit, da irgendwie Ideen zu wälzen. Ja. Gibt auch eins, was mehr eine Anmerkung ist. Beeindruckende Entwicklung beim OGC. Bravo. Danke. Dann eine Frage. Wie kann ich als Einzelperson Firma Mitglied beim OGC werden? Okay, also wir haben unterschiedliche es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, beim OGC Mitglied zu werden. Die Eingangsmitgliedschaft, die Zugang zu allen Arbeitsgruppen gewährt, das ist die Associate Membership. Und je nachdem, ob man eben eine Firma ist, ob es eine Universität ist, eine Forschungseinrichtung oder eine Behörde. Also wir haben zum Beispiel auch Stadtverwaltungen sind Mitglied bei uns oder Ministerien. Die zahlen unterschiedliche Preise. Und es gibt auch eine Mitgliedschaft für individuelle, also wir nennen das Individual Membership. Das ist halt für Consultants oder die alleine unterwegs. Also wenn es gibt wirklich die ganze Bandbreite. Es gibt für einzelne Entwickler oder Consultants gibt es eine Möglichkeit, aber auch dann für Firmen und die Preise sind dann etwas unterschiedlich. Also eine individuelle Mitgliedschaft kostet 550 US-Dollar im Jahr und ein großes Unternehmen zahlt 4.800 US-Dollar jährlich für die Mitgliedschaft. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wir haben eigentlich aber keine Zeit mehr. Ich würde sie dir trotzdem sagen wollen. Okay. Wird es so einen Kurzsprint wie dieses Jahr, nächstes Jahr erneut geben, auch im Hinblick in Zusammenarbeit mit ASF? Kannst du dazu zusätzlich was zu den kompatiblen Lizenzproblemen zwischen ASF und zum Beispiel LGPL sagen? Ist hier eine Annäherung angedacht beziehungsweise Resultat möglicher Schnittstellen zwischen den Projekten? Ich weiß nicht, wendet jetzt doch eine längere Antwort. Okay. Ich kann das relativ kurz fassen. Okay. Ich würde aber bitten, der oder diejenige, die gefragt hat, mich einfach nochmal zu kontaktieren. Also es wird mit Sicherheit nochmal einen Kurzsprint geben. Wir haben gerade mit der OSGEO und mit ASF schon längere Kooperationen. Im Bereich der Lizenzen weiß ich das allerdings nicht. Ich finde das aber einen sehr wichtigen Hinweis und würde das an meine Kollegen weitergeben. Deswegen also bitte eine E-Mail schicken, nochmal mit der Frage. Ich weiß jetzt nicht, wer es gefragt hat. Das können wir nicht sehen. Also hallo Person da draußen, schick mir bitte eine E-Mail, und weil das ist sicherlich ein Thema, das relevant ist. Wobei das natürlich auch LGPL und so, das ist eher softwareseitig. Aber das ist sicherlich was, was ich auch an meine Kollegen weitergeben kann und gerne mache. Gut, ich danke dir, Athena, auch für die Beantwortung der Fragen. Und wir sehen uns in 2 Minuten zum nächsten Vortrag. Alles klar, vielen Dank.